Ich glaube, ich brauche das Mikro nicht. Inwiefern wir das nachher vielleicht noch brauchen, werden wir sehen. Verstehen Sie mich hinten auch? Ja. Wunderbar. Vielleicht brauchen wir sie dann auch gar nicht. Werden wir dann entsprechend sehen. Erstmal möchte ich Sie alle herzlich begrüßen zu der kleinen Diskussionsveranstaltung. Dort ist etwas aufgebaut. Das ist im Prinzip eigentlich die Frage an die zukünftigen Podiumsteilnehmer. Wären Sie damit einverstanden, gefilmt zu werden? Das wäre dann eben eventuell irgendwann dann mal bei Facebook oder so. Das wäre... Hast du das mitgekriegt? Ja. Dafür, ne? Ja, bis jetzt alles okay. Eine Dame, die kommt später, da müssen wir nochmal entsprechend sprechen. Die Frau Dr. Becker. Ja, genau. Wir haben heute eine etwas ungewöhnliche Diskussionsvariante, weil eigentlich haben wir gar keinen Dissens. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem eine lockere und interessante Diskussion dann auch haben können. Und das war in der Form, dass einfach auch Fragen gestellt werden. Wir haben auch jemanden hier von der BI Korbach, Bürgerinitiative Fracking Freies Hessen drauf, der vielleicht auch ein paar mehr Fragen beantworten kann. Also wie ich den erlebt habe, den Claudio, war er doch sehr, sehr gut mit den Antworten. Er hat immer was verraten. Im Gegensatz zu mir, ich konnte jetzt nicht alle Fragen zum Thema Fracking beantworten. Ja. Und wie Sie sehen, haben wir hier so eine kleine PowerPoint, die ist auch nur ganz kurz, aber ganz besonders wichtig ist die Leinwand, deswegen, weil wir noch einen kurzen Film gleich sehen werden, nicht den vom Montag, der war nämlich etwas länger, den brauchen wir hier nicht wiederholen, sondern nur kurz einmal, das sind einmal die Studiumsteilnehmer, vielleicht kann man es jetzt sehen mit dem Licht, einmal eben von der Bürgerinitiative, wie ich eben sagte, Herr Glocki. Und vom NABU, Herr Bergmann ist da, BWB, Herr Steinbock, oh, jetzt hatte ich, pardon, für die Ruhe, ich hatte vergessen, noch nachzutragen, weil der Name eben erst relativ kurzfristig eintraf. Genau, und bei den Grünen müssen wir schauen, ob die Frau Becker gleich dann entsprechend da ist, wenn wir sozusagen mit der Diskussion starten, ansonsten wird Patrizia Kreuzfeldt-Becker auf die Bühne kommen. Und von der SPD, Herr Finker, ich weiß nicht, wer mich jetzt vielleicht noch nicht kennt, Nadine Schomburg von der Energieoffensive. Meine Kollegin Kerstin Linne ist auch Ansprechpartnerin. Genau. Für weitere Themen oder auch für Anregungen, was wir hier im Sinne der Energieoffensive auch noch anderes vorstellen können. Dann würde ich doch einfach mal den momentanen Herren. Kann ich vorher mal eine Frage an Sie stellen? Ja. Welchen Zweck verfolgen Sie heute mit dieser Veranstaltung? Das würde mich mal interessieren, denn das ist ja nun seit einem Jahr bekannt, das ist ja nicht neu. Ja. Und Sie haben ja auch den Film gesehen, Sie haben da neben mir gesessen. Eigentlich bedarf das keiner Diskussion, wenn man mich fragt. Ja, Ihre Aufgabe wäre es eigentlich, auch das zu unterbinden. Deswegen frage ich, was für einen Zweck Sie heute da erfüllen. Warum muss man da noch drüber diskutieren? Ja, das ist eine gute Frage auf alle Fälle, weil genau, wir brauchen im Prinzip, ich denke, wir sind uns alle einig, ich glaube kaum, dass hier jetzt ein Pro-Fracking-Mensch dabei ist, dürfte sich aber gerne outen. Die Frage ist, reicht das aus, wenn wir dagegen sind? Reicht es aus, wenn Wolfhagen sich dagegen ausgesprochen hat? Reicht es aus, wenn der Landkreis Kassel sich dagegen ausgesprochen hat? Wo ist da nachher... Es gibt doch die Initiative Hessen frei, also Fracking-freies Hessen. Genau. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, dass man die Regierung in Hessen dazu bewegt, dass die dieses Bergmannsgesetz ändern oder gänzeln zumindest diese Version, dass da jeder da rein kann. Ja. Das ist doch der eigentliche Weg, den man verfolgen muss und das müsste eigentlich auch ihr Ziel sein. Ja, da sind wir uns vollkommen einig. Die Frage ist, wie erreicht man dieses Ziel? Ein Punkt wichtig ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit, dass möglichst viele Menschen möglichst genau Bescheid wissen und auch entsprechend auch Druck ausüben, ja, auf die Bundestagsabgeordneten im Idealfall, weil die sind nachher diejenigen, die dann auch weiter arbeiten können. Wobei ich natürlich auch gerne nochmal weiter beweisen könnte, das wäre jetzt genau eigentlich ein guter Einstieg nochmal in die Diskussion, weil ich vielleicht nicht die Details genau kenne, wie man jetzt da am besten vorgehen kann. Vielleicht kannst du gleich dazu entsprechend noch was sagen. Ja?
Ich hätte da nochmal eine Anmerkung. Ja. Es sind ja wohl bestimmt auch Bürger hier, nicht nur vom Wolfgang, sondern von außerhalb auch, die sind hierher gekommen, um sich mal informieren zu lassen. Ja. Das heißt also, das, was im Kino war, haben die nicht gesehen, sondern sie kommen einfach hierher, weil sie Interesse haben und wollen sich mal informieren lassen. Ja. Und wir haben nicht schon seit 2 Jahren uns damit befasst. Ja. Ein Jahr. Da können Sie ganz gezielt mal auf die Frage antworten, ob das Sinn macht. Wir haben ja diese vielen Unterschriften gesammelt. Ja. Ob da eine Chance besteht, dass man in Hessen mit dem Bergbaugesetz weiterkommt. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen. Können Sie das Programm vielleicht erstmal anfangen und hinterher die Frage einbringen? Mikro besser? Besser. Mikro besser? Ja. Das gibt sich doch. Ist an? Okay. Also, eine Chance besteht immer. Also, das ist mir bei diesem Prozess klar geworden. Für mich hat die Reise letztes Jahr im Juni begonnen. Damals hatte ich keine Ahnung vom Fracking, damals hatte ich keine Ahnung vom Bergrecht. Und es hat sich gezeigt, dass wenn Menschen zusammenkommen, dass immer was möglich ist. Das ist, wir leben immer noch in einer Demokratie. Das muss einem, das ist die Grundlage von allem. Egal was gesagt wird. Also es gab auch so Schlagzeilen wie Bergrecht bricht Grundgesetz. Ganz ehrlich, das ist totaler Kokolores. Das Grundgesetz ist die Basis unserer Demokratie und wir sind diejenigen, die entscheiden, was passiert und was nicht passiert. Und wenn wir den Druck nicht aufbauen, egal wie, dann passiert auch nichts. Also um die Frage vorwegzunehmen, eine Chance hat man immer. Und was die Möglichkeiten betrifft, also es gibt natürlich unglaublich viele Dimensionen in diesem Fall. Das heißt also, Sie können das über Unterschriftenlisten machen, Sie müssen das über ein gewisses Niveau machen in der Kommunikation auf der politischen Ebene und auch auf der juristischen Ebene, so gut das geht. Und letztendlich hat auch die Demonstration in Kassel gezeigt, irgendwann kommt der Moment, wo sich das auch auf der Straße widerspiegeln muss. Und ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, also um es vorwegzunehmen, morgen, so ist die Info, da wird in Wiesbaden, werden da die 2 hessenspezifischen Gutachten vorgestellt. Das eine ist Geologie durch Haluk und das andere ist ein Rechtsgutachten von der Uni Marburg. Und dieses Rechtsgutachten wird eine Stellungnahme zu den ja, von uns und auch den Kommunen fokussierten Punkten entsprechend abgeben. Also, um dann vielleicht nochmal ganz kurz jetzt ins Detail zu gehen, es ist Bergrecht, also nicht Bergmannsgesetz, und das Land Hessen selber kann das nicht ändern. Es ist ein Bundesgesetz.
Aber es kommt darauf an, wie interpretiere ich dieses Gesetz? Habe ich jetzt schon Möglichkeiten, mich auch juristisch zu wehren? Oder verlasse ich mich darauf, dass ich sage, uns sind die Hände gebunden? So, alles weitere später. Gut, dann probiere ich es jetzt auch nochmal damit. Dann danke erstmal kurz dafür. Ich hatte jetzt natürlich noch einen Nicht-Teilnehmer vergessen, der eingeladen war. Das war die BNK Deutschland. Das ist das Unternehmen, das eben den Aufsuchungsantrag gestellt hat. Also ich hatte da, die haben A, keine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden könnte, die haben aber eine Telefonnummer. Und da hatte ich angerufen, vor 3 Wochen das erste Mal ungefähr, etwas mehr, habe ich die Zusage bekommen, ja, es meldet sich jemand bei Ihnen. Und das habe ich, glaube ich, noch 3-4 Mal wiederholt und bis heute hat sich eben niemand gemeldet. So als Information dazu. Also die sind eingeladen gewesen, aber war kein Interesse. Das war auch die Ansage von einer der Damen, die am Telefon waren. Ja, vielleicht interessiert sich ja keiner für sie. So. Mal so ganz nebenbei. Ich hatte auch nochmal das andere Unternehmen hier angefragt, das im Bereich Erdölaufsuchung generell zuständig ist. Wie heißen sie noch gleich? Wintershall. Die sagen, das ist nicht unser Claim. Also die haben dann abgesagt, deswegen, weil die suchen nicht in Hessen auf und die sind auch eher im konventionellen Fracking bisher zumindest tätig. Die Unterscheidung, die kommt nachher, denke ich, auch nochmal kurz. Aber jetzt würde ich gerne einfach nochmal kurze Statements von den momentan ausschließlich Herren hier haben. A, wie sie es eben sehen, das Thema, und vielleicht auch ein bisschen zu sich, wie sie auch zu der Entscheidung gekommen sind, wie der Entscheidungsprozess hier in Wolfhagen war, dass ja eben von allen Seiten das Nein, das klare Nein dazu kam. Ja, von links. Ja, mein Name ist Burkhard Finke, für die, die mich nicht kennen, und ich bin nicht nur in Wolfhagen politisch aktiv in der Stadtverordnetenversammlung, sondern ich bin auch Mitglied des Kreistages im Landkreis Kassel. Und ich hatte in den ersten Diskussionen, die heute Abend geführt wurden, auch die ich am Montag auch mitbekommen habe, den Eindruck, also viele wissen nicht, wie lange wir uns eigentlich mit dem Thema schon beschäftigen. Nämlich seit ungefähr mindestens einem Jahr. Und dazu wollte ich ganz kurz, weniger auf die Vorstellung, sondern einfach 2-3 Fakten hier nennen. Wir haben im Landkreis Kassel am 4. Mai letzten Jahres, also vor fast einem Jahr, über dieses Thema beraten. Aufgrund der Tatsache, dass uns dieser Aufsuchungsantrag von dieser Firma hier in Nordhessen erreicht hat. Und wir haben 4 einzelne Beschlüsse gefasst. Und ich denke, der wesentliche Beschluss, ich kann das nachher vielleicht auch noch ein bisschen näher ausführen, ist, dass also die Landesregierung aufgefordert wird, vom Kreistag des Landkreises Kassel ein Moratorium zu veranstalten, was aufschiebend wirken würde für sämtliche Genehmigungen, die in dieser Hinsicht erforderlich wären. Das bedeutet also, wir wollen das machen, was in Nordrhein-Westfalen schon passiert ist. Es wurde eben hier erwähnt, keinerlei Erlaubnisse werden erteilt, solange bis geklärt ist, wie man damit umgehen kann. Das haben wir im Landkreis Kassel beschlossen. Frau Mlasowski sitzt auch noch da unter Ihnen. Und ich will auch nicht verheimlichen, dass das kein einstimmiger Beschluss war im Kreistag des Landkreises Kassel, sondern es gab eine Fraktion, die hat sich der Stimme enthalten und hat gemeint, das wäre, was wirtschaftlich möglich wäre, wäre auch erlaubt. Und deswegen können Sie dem nicht zustimmen. Waren das 2, die FDP? Die 2 Personen. Die FDP hat sich da enthalten und hat das nicht mitgetragen. Im Wolfhagen haben wir dann einen Monat später diesen Beschluss auch gefasst. Das war etwas kleiner natürlich. Wir haben dann beschlossen im Wolfhagen, es muss alles getan werden, dass hier in Nordhessen nicht gefreckt wird. Zu weiteren Fragen kann ich Ihnen noch stellen. Ja, mein Name nochmal, Christoph Lübcke, wie vorher schon gesagt. Wie lief der Meinungsbildungsprozess bei uns, bei der CDU, ab? Wir haben uns auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, in vielen Fraktionssitzungen diskutiert darüber. Die Meinung war nahezu immer einhellig. Also manche kannten sich noch nicht so mit dem Thema aus. Das ist halt ein Grundsatzproblem gewesen, in Anführungsstrichen. Man muss auch viel sensibilisieren. Und dann ist natürlich, nachdem man ausgiebig darüber diskutiert hat, die gesamte Fraktion in Wolfhagen, auch in der Abstimmung der Stadtverordnetenversammlung, gegen die Ausweisung von Probebohrungen und Ähnlichem gewesen. Wir sehen es so, beziehungsweise ich auch,
dass wir in Nordhessen insbesondere einen Weg beschreiten und beschritten haben, der insbesondere die regenerativen und nachhaltigen langfristigen Energien im Fokus hat. Man sieht ja da diverse Projekte auch hier aus dem Boden wuchern, beziehungsweise auch die Firma ESMA als sehr, sehr großes Beispiel und Unternehmen, welches sehr erfolgreich wirtschaftet. Und ich denke, das ist der langfristige, nachhaltige Weg, wie hier auch gesagt wurde. Die Kapazitäten, die im Boden schlummern, würden für 15 Jahre reichen. Das ist zu kurz gedacht. Wir würden uns damit wahrscheinlich ein sehr, sehr langfristiges Problem einheimsen, welches auch sehr, sehr viel Geld kosten könnte. Und das kann man nicht machen. Man muss mit dem Menschen oder auch für den Menschen entscheiden und die einhellige Meinung hier in Nordhessen oder auch in Wolfhagen und bei bekannten Freunden, wo halt der Meinungsbildungsprozess stattfindet, ist halt gegen Fracking und deswegen ist das eindeutig ein klares Nein dazu von uns und von mir. Mein Name ist Bergmann, ich gehöre der NABU-Gruppe Wolfhagen-Naumburg als Vorstandsmitglied an und war nahezu 16 Jahre lang Kreisverbandsvorsitzender. Ich möchte nur betonen, dass wir bisher keinen offiziellen Beschluss bezüglich des Frackings gefasst haben. Das liegt daran, dass unsere alljährlichen Sitzungen im Mai stattfinden. Und ich bin aber der festen Überzeugung, da ich bisher auch noch niemanden in meinem Verband gefunden habe, der für das Fracking ist, dass es also ein eindeutiges Votum dagegen geben wird. Das soll es zunächst mal gewesen sein. Mein Name ist Klaus Steinbock vom Bündnis Wolfhager Bürger und wir schließen uns eigentlich der Meinung der Herren an, die bisher geredet haben. Es geht uns hauptsächlich darum, dass Boden-Luft-Wasserverseuchung einfach nicht unkontrolliert und ungehemmt in irgendeiner Form stattfindet. Und das Problem ist schlicht und ergreifend das Bergrecht, das Bundesgesetz, die Möglichkeit zu suchen, wie können wir die rechtliche Situation so in den Griff kriegen, dass wir es vermeiden können, dass Fracking hier stattfindet. Das war so im Grundsätzlichen das, was wir auch in unserer Runde im Vorstand letztens so besprochen haben. Gesamtmitglieder haben wir noch nicht befragt bei uns, aber im Prinzip sind wir eigentlich alle dafür, dass wir dagegen sind. Ja. Dankeschön. Und dann möchte ich noch ganz herzlich Frau Dr. Becker begrüßen. Ja, ich vertrete Bündnis 90 Die Grünen hier als Stadtverordnete und kann eigentlich auch nicht mehr viel Neues jetzt ergänzen. Wir sind auch gegen das Fracking, also fordern zumindest ein zweijähriges Moratorium zur genaueren Erforschung. Setzen ja insgesamt auch auf vollkommen erneuerbare Energien, bundesweit bis 2040 nach Möglichkeit. Die Änderung des Bundesbergbaurechts hat der Klaus Steinbock schon angesprochen. Wir fordern auch, dass die Firmen, die überhaupt einen Antrag auf sowas stellen, alle Chemikalien offenlegen, die eingebracht werden und dass auf jeden Fall immer die zuständigen Wasserbehörden beteiligt werden. Und meine ganz persönliche Meinung ist, dass das absolut unmöglich ist, also mit den Risiken, die das bietet, das überhaupt einzusetzen. Es gibt ja viele europäische Länder, die das schon generell verboten haben inzwischen und da würde ich sehr hoffen, dass das in Deutschland auch passiert. Dankeschön. Also, zur letzten Aussage muss ich leider sagen, dass das nicht stimmt. Also, zumindest nicht so, dass man nicht nur einen Fuß in die Tür bekommen könnte. Das gilt sowohl für Frankreich als auch für Bulgarien. Die haben die einzigen, die man so ein bisschen vorschieben kann, was die Verbote betrifft. Aber ansonsten sieht es nicht so prickelnd aus. Also wenn wir jetzt die europäische Ebene schon mal angeschnitten haben, da ist es natürlich um einiges schwerer, weil die EU den einzelnen Mitgliedsländern nicht vorschreiben kann, wie sie ihren Energiemix herstellen. Das heißt also auch die Strategie auf der EU-Ebene, mit denen wir auch recht gut vernetzt sind, ist eine andere als jetzt auf der nationalen Ebene und nochmal eine andere als auf der regionalen Ebene. Es würde aber, denke ich mal, ungemein helfen, also der EU-Ebene ungemein helfen, wenn es hier in Deutschland zu diesem klaren Nein auf der juristischen Ebene kommen würde. Denn, es ist meine persönliche Einschätzung,
bei dem, was jetzt genannt worden ist, 15 Jahre, und jeder, der sich auch nur ein bisschen damit beschäftigt, muss jetzt kein Experte sein, der sagt, das ist totaler Irrsinn, 15 Jahre ist nichts, wenn man jetzt das Ganze volkswirtschaftlich betrachtet, in einer Risikonutzenanalyse, dann ist, stellt man relativ schnell fest, kommt nicht in die Tüte, das lohnt sich einfach nicht. Und außerdem würde das den kompletten Prozess der letzten 30 Jahre konterkarieren. Das würde alles torpedieren, was man letztendlich auch an politischen Zielen beschlossen hat, auf Bundesebene und auch auf europäischer Ebene. Denn das entspricht keinesfalls den beschlossenen Klimaschutzzielen. Das ist ja auch politisch schon bereits verankert. Für mich persönlich ist der Fall Deutschland für die Energieunternehmen deshalb wichtig, weil sie sich hier den sogenannten Biosiegel abholen könnten. Nach dem Motto, wenn das Deutschland, das Vorzeigeland in der Welt, was schon so weit ist im Bereich der erneuerbaren Energien und der Umweltschutzgesetze, wenn die Deutschen das schon nicht klar verbieten, dann kann das ja nicht so schädlich sein. Also stellt euch mal nicht so an. Also für mich persönlich geht es hier in Deutschland um die Machtfrage. Weniger um die Vorkommen. Die sind aus meiner Sicht insignifikant. Ja, danke für die Einschätzung. Jetzt kann ich ja mal die böse Position des Pros kurz einnehmen. In dem Film hieß es ja eben auch schon mal, eben wurde es auch nochmal gesagt, für 15 Jahre wären wir dann hier in Deutschland mit Gas versorgt. So wunderbar. Mit 7 bis 22 Billionen Kubikmeter, hatte ich aus dem Film gehört. Ja, das wäre doch ein wunderschöner Beitrag zur Energieversorgung. Die würde ich jetzt einfach nochmal in die Reihe fragen. Wie sehen Sie das denn, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bis 2015, vielleicht durch die zwei Abschnitte, einmal bis 2015 und 2020, wie machen wir die Energieversorgung? Ich würde ruhig... Oder ich fange mal andersrum an, das ist vielleicht ein bisschen fairer. Ne? Einmal vielleicht ganz rechts gerne. Kann leider passieren insofern. Ja, finde ich keine gute Idee in Anbetracht der Risiken, die nicht abgeklärt sind und der Vergiftung, der Gesundheitsgefährdung, der Landschaftszerstörung, kann ich nur sagen, das ist ein schlechtes Nutzen-Risikoverhältnis. Nur kurz, was dann alternativ? Ja, alternativ immer weiter. Also ganz wichtig alternativ Energie sparen ist meine oberste Devise. Also Gebäude so dämmen, dass sie viel weniger Wärme verbrauchen und auch den ganz persönlichen Bedarf einschränken, so gut es geht. Und sonst peu à peu umsteigen auf alternative regenerative Energien. Ja, also wir sind auch der Meinung, dass das Energiesparen das vorrangige Ziel eigentlich sein soll. Wenn wir jetzt das Fracking befürworten, das heißt, in 15 Jahren stehen wir eigentlich wieder an derselben Stelle. Wir haben nicht so viel getan, um vielleicht autark leben zu können in Deutschland. Weil wir haben nun mal keine großen Energiequellen außer der Sonne, sag ich mal. Ja. Und das sind halt so die grundlegenden Sachen. Sonne kommt auch durch Wind, Entschuldigung. Ja. Also Wind und Sonne, ja. Und Wasser ist natürlich auch ein Energieträger, der vielleicht für die Zukunft noch eine Rolle spielen wird. Ja. Ist zwar nicht so weit fortgeschritten, aber das wären die Hauptenergieträger, die wir wahrscheinlich nutzen können. Dazu kommt noch, dass wir die Speichertechnologie überhaupt sehr vernachlässigt haben in den letzten Jahren. Ja. Ohne diese Speichertechnologien nutzen uns Sonne, Wind und Wasser eigentlich wenig. Ja. Wasser kann man noch als Speicher bezeichnen, aber auch da gibt es ja Kritik, weil wir bräuchten riesige Speichermengen oder riesige Flächen und Speicher, um das überhaupt zu gewährleisten. Also da müssen wir neue und andere Wege gehen, sehr dezentrale Wege eventuell, wo auf dem Land Fläche und Platz ist. In der Stadt wird es schwierig sein, ja, diese Speichermengen zu generieren. Aber auch da ist es möglich. Es gibt in der Marbachshöhe in Kassel einen Sozialwohnungsbau von der GWG, glaube ich, heißt die Wohnungsbaugesellschaft, die haben vor etwa 10 Jahren schon Sozialwohnungen als Passivhaus gebaut. Dort werden zum Beispiel Energiespeicher in Form von Steinspeicher und Wasserspeicher benutzt. Das heißt, die haben dort gar keine Heizkörper mehr, die haben nur noch so eine Art Klimaanlage. Das heißt, im Sommer werden die Speicher aufgeheizt, im Winter wird es abgegeben. Das Problem ist eigentlich dann noch unser Nutzerverhalten, aber das ist jetzt im Detail, wird das zu viel zu weit. Ja.
würde ich einfach nochmal an den NAPU geben. Speichern das doch nicht mehr. Gesetz den Fall. Es würde das dagegen zugelassen. Gesetz den Fall, es würde tatsächlich 15 Jahre für ganz Deutschland Gas da sein. Es würde zu einer kolossalen Verbilligung der Energie führen und somit hätten die Erneuerbaren überhaupt keine Chance. Wir fingen dann nicht bei Null an, denn es gibt eine Zins- und Zinseszinsrechnung, sodass viele Firmen pleite sind bis dahin. Wobei man auch noch sagen darf, dass man dann anschließend ein verseuchtes Land hinterlässt und die Karawane zieht weiter, wie es so schön heißt. So wie es seinerzeit im Wilden Westen mit dem Gold war, der große Rausch kam und anschließend hat man verfallene Dörfer und Städte hinterlassen und die ganzen Probleme, die dazu kamen. So wäre es in diesem Falle auch. Der Weg kann eigentlich nur sein, Nachhaltigkeit, Erneuerbare in den Vordergrund stellen. Inzwischen gibt es die Möglichkeit des Speicherns Power to Gas, indem man, wenn Wind und Sonne ausreichend oder im Überfluss wehen, die Methanisierung fortsetzt, das weiter erforscht und in den Vordergrund stellt. Zum Beispiel macht hier sogar Audi 3 Windräder und inzwischen kann man 15.000 Pkw mit Gasbetrieben dann fahren. Das ist nur eine dieser Möglichkeiten. Wenn man das in den Fokus nimmt, brauchen wir das überhaupt nicht. Und die Gefahren, die damit verbunden sind, sind ja dann nicht zu Ende, sondern nach Jahrzehnten plötzlich werden die Menschen krank und die Tiere auf der Weide und keiner weiß warum. Und dann muss erstmal ganz intensiv untersucht werden, woran liegt das. Und siehe da, es war doch irgendwo eine Leckage, da ist doch Quecksilber an die Oberfläche gelangt und ähnliches. Aus dem Grunde kann man das eigentlich nur verachten. Ja, 15 Jahre Erdgas, kurzfristig gedacht, schön und gut. Ne? Aber das ist, wie gesagt, kurzfristig, habe ich vorher schon erwähnt. Kurzfristig sollten wir nicht denken, das ist bei vielen anderen Energieträgern häufig schon der Fall gewesen. Man vernachlässigt im Endeffekt die Gesamtkostenrechnung dabei, siehe die Atomkraft, was kostet die Endlagersuche, was kosten die Transporte, was für Schäden sind da schon aufgetreten. Weltweit jetzt auch gesehen, das sind Milliarden, Billionen, wenn man die mal auf den Strompreis dort umlegen würde. Wäre Atomkraft beispielsweise auch deutlich teurer als jetzt die regenerativen Energien, Windkraft, Solar oder sonstige, die ja angeboten werden. Ähnlich könnte das auch beim Fracking sein, wenn natürlich irgendwelche Spätfolgen auftreten. Von daher sollte man definitiv die Finger davon lassen, zumindest mindestens in den nächsten 15 Jahren, definitiv. Gut, man weiß nie, es kann sich wissenschaftlich auch irgendwas mal entwickeln, also wirklich vertretbare Liquide, aber ich denke, da sollte man in Deutschland nicht die Erfahrung machen, wenn andere das gerne machen wollen, wie USA und so weiter, dann können sie das gerne machen. Aus wirtschaftspolitischer Sicht ist es natürlich auch so, dass der Marktpreis für Gas sowieso nach unten geht, bedingt dadurch, dass andere sehr stark in dem Bereich jetzt fördern und ich denke nicht, dass man dann eigene mögliche Quellen da jetzt angreift. Man sollte es generell in die Richtung weiterhin lenken, dass die regenerativen Energien halt gestärkt werden und dass man da forschungsmäßig die Speichertechnologie, was Sie gesagt haben, sehr stark nach vorne treibt. Wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, die regenerativen Energien können derzeit die Energie in Deutschland nicht bereitstellen. Das ist noch ein langer Weg, das heißt, wir brauchen noch sogenannte Brückentechnologien, aber man sollte da nicht euphorisch auf so ein Pferd setzen, was wahrscheinlich nicht im Ziel ankommt und vorher den Geist aufgibt. Ja. Ja, auch wir fordern, dass keine weiteren Quellen für fossile Energieträger erschlossen werden, weil, wie schon eben erwähnt, wir das nicht brauchen. Wir wollen sukzessive Gas, Öl und auch Kohle durch die regenerativen Energien ersetzen und durch nachwachsende Rohstoffe, Biogasanlagen sind da ja auch ein Teil, den man immer wieder sieht. Und wir sind der Meinung, dass so eine Veranstaltung wie heute noch viel, viel öfter durchgeführt werden muss, weil die Energiewirtschaft ganz gezielt in der Öffentlichkeit Stimmung macht gegen die neuen Energien, ganz gezielt Informationen zurückhält, ganz gezielt Falschinformationen streut. Und ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen. Wir haben ein Gasübertragungsnetz in Deutschland,
was die dreifache Kapazität des elektrischen Netzes hat. Das heißt, wir haben riesige Wege schon erschlossen, unterirdisch oder in Speichern oder in Kavernen, die sind bereits vorhanden. Das Stichwort Power to Gas fiel eben, man kann natürlich mit Verlusten an Tagen, wo viel Energie erzeugt wird, diese irgendwie umwandeln in Gas, nicht irgendwie, sondern technisch machbar in Gas und in unterirdische Speicher drücken, denn im Gegensatz zu Strom kann man ja Gas verdichten und damit Energie speichern. Das ist eine Möglichkeit. Wir werden immer versorgt mit Informationen, dass neue Überlandleitungen gebaut werden müssen, dass die elektrischen Netze natürlich veraltet sind und so weiter. Das ist natürlich alles nur zum Teil richtig. Wir brauchen keine riesengroßen Überlandleitungen, wenn wir die vorhandenen Gasnetze zum Beispiel zur Energieübertragung nutzen. Man kann an der Küste möglicherweise, wenn viel Strom erzeugt wird, das in Gas umwandeln, ins Netz einspeisen und an den Alpen entnehmen. Das ist technisch alles machbar. Diese Informationen werden leider der Öffentlichkeit vorenthalten. Ebenso ist vielfach nicht bekannt, dass wir, wie schon eben erwähnt, seit einem Jahr an dem Thema dran sind. Das ist auch in der Zeitung nicht so oft zu lesen. Viel interessanter sind Sachen wie Dschungelcamp oder sonst irgend so ein Mist. Und deswegen ist eigentlich eine Forderung von uns und auch eine Unterstützung für die BI oder für wen auch immer, immer mehr Veranstaltungen zu machen, immer mehr zu informieren über das, was eigentlich schon vorhanden ist und dies zu nutzen. Und lassen wir die Finger weg von irgendwelchen neuen Ölquellen, von irgendwelchen neuen Tagebauen, Bergbauen oder von irgendwelchen Gasförderungen durch Fracking. Das ist unsere Meinung dazu. Ja, eine Frage aus dem Publikum. Eine kurze Zwischenfrage an die beiden Herren von der Berliner CDU. Ich finde die Meinung total lobenswert und erfreulich. Reichen Sie die denn auch nach oben so durch? Weil gerade daher könnte ja auch ab und zu mal was in der Richtung kommen, was Sie eben gesagt haben. Da kommen wir sehr wenig wieder. Ja, also wir reichen das nach oben durch und ich verlese jetzt einfach mal einen von diesen Beschlüssen, der natürlich an die Landesregierung gerichtet ist. Das macht der Landkreis Kassel nicht für die HNA, sondern das ist dann eine Stellungnahme, die wir an die Landesregierung richten und wir hoffen, dass Ähnliches eintritt wie jetzt mit diesem Kinderförderungsgesetz, dass einfach überdacht wird, ob dieser Gesetzentwurf schon der Weisheit letzter Schluss ist oder was geändert wird. Und da haben wir halt beschlossen, der Kreistag des Landkreises Kassel fordert die hessische Landesregierung auf, nach dem Vorbild Nordrhein-Westfalens ein Moratorium für die Fracking Erkundung zu veranlassen, bis das Bundesbergbaugesetz entsprechend novelliert wurde. Und das ist vielfach einfach die Möglichkeit, die wir haben, auf den untergeordneten politischen Ebenen, auch im Stadtparlament von Wolfhagen, solche Beschlüsse zu fassen, unsere Meinung nach außen zu vertreten, auch wenn wir nicht zuständig sind. Der RP Darmstadt hat gesagt, die Städte und Gemeinden mögen sich bitte um das kümmern, wo sie zuständig sind. Da sind wir selbstverständlich nicht zuständig, aber verdammt nochmal, wir leben doch hier. Wir leben doch hier, wo die bohren wollen. Also erklären wir uns krafteigene Willkür für zuständig und fassen einen Beschluss. Das haben wir in allen Gremien gemacht. Im Wolfhagen übrigens einstimmig mit allen Fraktionen sind wir da einhergegangen, dass dies unbedingt notwendig sein muss. Und geben das natürlich auch unseren Bundestagsabgeordneten und so weiter mit nach Wiesbaden und nach Berlin. Ja, dem kann ich mich auch anschließen. Also es wird natürlich in Anführungsstrichen in der Basis diskutiert. Manche Sachen sind vielleicht ehrlich gesagt auch nach oben teilweise noch nicht durchgedrungen oder im Prozess. Und da spricht man natürlich drüber. Das ist ein Meinungsbildungsprozess. Jemand hat eine Idee, will irgendwas machen. Irgendwer tritt an eine Regierung oder wen auch immer heran, möchte Rechte erwerben. Insbesondere wir hier in Nordhessen können eigentlich da insbesondere am Planungsrecht das eine oder andere machen. Das heißt, ob man gewisse Anlagen errichten darf oder nicht. Da befindet sich ja derzeit der Regionalplan, zumindest in dem Bereich, noch im Verfahren. Und da hat sich die Regionalversammlung beispielsweise auch bisher eindeutig dagegen ausgesprochen. Das Regierungspräsidium in Kassel hat dazu die entsprechenden Entwürfe erarbeitet und hat auch klar gesagt, dass das Risiko, wie auch hier schon oftmals erwähnt, im Verhältnis zu den Nutzen gar nicht abwägbar ist und dass man eigentlich da auch ganz klar von erstmal Abstand nimmt, bis langfristig vielleicht auch Erfahrungen vorliegen. Das hält man sich natürlich, denke ich, offen, aber momentan ist da ein eindeutiges Nein in diesem Planungsprozess vorhanden. Habe ich auch mitgebracht. Wenn Sie da mal einen Auszug hören wollen, kann ich Ihnen das gerne vorlesen. Ganz kurz, bevor Sie fragen, direkt dazu noch eine Stellungnahme. Ja, also ich wollte gerne noch mal kurz zur Frage, was können die Kommunen machen, was sagen. Weil wir haben eine ganz bestimmte Rechtsauffassung vertreten. Und unserer Meinung nach war die nicht unwesentlich für die Tatsache, dass Hessen bislang das einzige Bundesland ist, das nicht so ohne weiteres die Aufsuchungserlaubnis erteilt hat. Also in anderen Bundesländern
hat man ja so getan, als ja, könnte man gar nicht anders. Und hier in Hessen haben wir einen anderen Fall. Also ich bin furchtbar gespannt, was vor allen Dingen das Rechtsgutachten morgen aussagen wird. Aber hierzu Folgendes, es gibt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus 98. Das hat einen anderen Fall damals begutachtet, aber es gibt dann ein paar sehr interessante Aussagen in diesem Urteil. Und daran kann man meiner Meinung nach nicht einfach dran vorbeigehen. Also zum einen steht da klipp und klar, dass zu den Behörden, die die Bergbehörde um Stellungnahme bitten muss, also hat, steht im Gesetz, die kann nicht sagen, ich mach's oder ich mach's nicht, auch die Gemeinde gehört. Punkt. Und da ist auch dieses Ganze, was wir innerhalb des letzten halben Jahres diskutiert haben, ist dann weg. Und da frage ich mich, warum immer noch irgendwelche Behördenvertreter, ich habe es selber in NRW erlebt, Bezirksregierung Arnsberg, dieselbe Frage in der öffentlichen Stadtratssitzung der Stadt Marsberg wurde die dreimal gestellt. Dreimal wurde gesagt, die Bezirksregierung Arnsberg muss das gar nicht und sie hat quasi nur aufgrund des Goodwills die Kommunen jetzt schon mal gefragt, was ihre Meinung dazu ist. Selbst wenn sie das nicht müsste, wenn ich jemand um eine Stellungnahme bitte und wir sprechen ja hier von Behörden und Verwaltungsvorgängen, dann kann ich nicht einfach das Ding nehmen und das irgendwie beiseite legen, so nach dem Motto, naja, ich habe dich gefragt, aber was du zu sagen hast, spielt jetzt keine Rolle. Zumal die Kommunen und Landkreise hier in Nordhessen hier einfach gesagt haben, wir sind dagegen. Die haben gesagt, es gibt da andere Gesetze, die stehen dem entsprechend gegenüber. Wir haben ja nicht nur das Bergrecht, das über allen thront hier in Deutschland. Wir haben immer noch ein Bundesnaturschutzgesetz und anderweitige Schutzgesetze, auch das Wasserhaushaltsgesetz. Und wenn jetzt schon, und das steht auch in diesem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, dass der Gesetzgeber damals mit der Verknüpfung im Bergrecht, also sprich der Verpflichtung der Bergbehörde, andere Fachbehörden um ihre Meinung zu bitten, dass er damit bezwecken wollte, dass jetzt schon im Stadium der Entscheidung über die Aufsuchungserlaubnis eine Abwägung getroffen wird zwischen den volkswirtschaftlichen Belangen und den bergwirtschaftlichen Belangen. Und das macht ja auch Sinn. Und das ist auch das, was Nordhessen bisher immer entsprechend fokussiert hat in der Argumentation. Es haben die Mehrheit, soweit mir bekannt ist, hat gesagt, die Aufsuchungserlaubnis ist zu versagen, weil wir hier öffentliche Interessen haben, die überwiegen, und zwar im gesamten Aufsuchungsfeld. Und dazu kommt auch diese raumordnungsplanerische Ebene, die der Herr, ich habe leider Lücke von der CDU gerade erwähnt hat, ein sehr wichtiges Instrument meiner Meinung nach. Selbst, also wenn wir das Ding hier auf der Regionalplanebene fest verankern können, und das sind gute Argumente, also die sind ja nicht einfach so, naja, wir sind dagegen, Punkt aus, basta, sondern das ist auch alles entsprechend logisch und nachvollziehbar auf der raumordnungsplanerischen Ebene. Wenn wir das verankern können, dann kann von mir aus Wiesbaden auch eine Aufsuchungserlaubnis erteilen, dann können wir sagen, tut uns leid, ihr könnt zwar jetzt aufsuchen, gemäß Wiesbaden, aber raumordnungsplanerisch ist hier überhaupt kein Platz in Nordhessen. Und der Landkreis Kassel hat das als einer der ersten super gemacht. Die haben sich wirklich die Mühe gemacht. Also die haben eine Karte, da können sie sehen, da ist einfach kein Platz mehr. Das ist so, als würden sie irgendwo bauen wollen, wo sie nicht mehr bauen können. So ist das für dieses Vorhaben. Und daran sieht man, dass hier in Nordhessen halt auf verschiedenen Ebenen meiner Meinung nach sehr gute Arbeit geleistet worden ist bislang. Ja, ich wollte noch was an den Herrn Lübcke oder zum Herrn Lübcke sagen. Die CDU hat ja im Bundestag und im Landtag letztes Jahr gegen das Moratorium gegen Fracking entschieden und wollte sich das Hintertürchen offen halten, dass Fracking vielleicht doch, wenn dieses und jenes sein könnte, dann doch erlaubt werden. Also sie haben sich leider nach oben noch nicht durchsetzen können. Letztes Jahr war es ja auch. Ja, das ist wie gesagt immer ein Meinungs- und politischer Diskussionsprozess, das ist normal. Sicherlich ist es da so gewesen, da gebe ich Ihnen recht, vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, okay, die wirtschaftlichen Potenziale berücksichtigend, wobei vielleicht da wirklich zu kurz gedacht wurde. Also CDU heißt nicht immer, dass alle gleich das denken, was jetzt auf Bundesebene direkt gesagt wird. CDU ist eine Partei, wie alle anderen auch, wo auch basispolitisch diskutiert wird und wo auch die Meinung sich bildet. Und letztendlich ist es ja wichtig, was die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wollen und sagen.
Und das sieht man jetzt beispielsweise auch hier in Nordhessen. Das Regierungspräsidium ist ja auch CDU-seitig besetzt. Und da steht entsprechend auch in der Regionalplanung drin, dass das Fazit, ich kann es Ihnen auch gerne mal vorlesen, wenn Sie mögen, sind vier Sätze. Was hier derzeit genannt wurde. So, Fazit. Das sind insgesamt vier Seiten in dem gesamten Plan. So, bei der im Raum stehenden Bestrebung der unkonventionellen Förderung von Schiefergas durch Fracking handelt es sich um eine Risikotechnologie mit einer Risikodimension, die es in dieser Form in Nordhessen bisher nicht gibt. Die möglichen Folgen können irreparabel und langfristig sein. Der erzielbare Nutzen steht in keinem angemessenen Verhältnis zu den Risiken, die nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Setzt man diese unwegbaren Gefahren für lebenswichtige Naturgüter, insbesondere das Grundwasser, in Beziehung zu dem Sinn und dem erzielbaren Nutzen dieser Form von Gasgewinnung, ist die Zulassung dieses Vorhabens unvertretbar. Eine Vereinbarkeit mit den Zielen der regionalen Raumordnung und den regionalen Entwicklungszielen ist nicht gegeben. Das Fracking und die Gewinnung des Schiefergases werden von der Region Nordhessen abgelehnt. Also ich denke, das ist ein sehr eindeutiges Bild. Und da sieht man auch, dass sogar auf anderen Ebenen, die auch etwas höher angesiedelt sind, vielleicht als die CDU Wolfhagen, auch anderweitig gedacht wird. Wobei das natürlich ein Verwaltungsakt ist, das ist kein rein politisches Handeln. Nur dieser Verwaltungsakt beruht auf politischer Diskussion, beispielsweise in der Regionalversammlung, wo alle Parteien auch entsprechend daran teilhaben. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Aussage auch für unsere Region. Und da steht ich dahinter, da steht die CDU dahinter, da stehen alle anderen Parteien auch dahinter. Von daher mal abwarten, was sich noch so ergibt. DBI Sau, ja. Ja, gibt es vielleicht noch andere Fragen zu dem bisher Gesagten? Ja? Gesagt, dass Sie die Firma BNK eingeladen haben. Dazu sollte man vielleicht mal kurz erwähnen, ob BNK in der Lage wäre, hier aufzutreten und auch Stellung zu nehmen. Weil meines Wissens ist die Firma BNK eine Investmentgesellschaft. Die wird sich zu Fracking gar nicht äußern können, wird es auch nicht durchführen können, weil sie gar keine Werkzeuge hat, das machen zu können. Meines Wissens hat die Firma BNK bei Mobile Oil, bei ExxonMobil, nur ein Büro, eine Tür und eine Sekretärin und das war es. Diese Firma könnte es jetzt, wenn sie Anträge stellt, gar nicht fracken, weil sie die Technologie gar nicht hat. Sie glaube, in Albanien, da haben sie 270 Leute und da fracken die. Frankers Petroleum Limited. Ja, aber da heißen aber sie, nur in Albanien, ja, aber da heißen sie noch unter dem alten Namen Bankers. Ja, Bankers. Ja. So weiß man auch, warum die BNK jetzt heißt. Die Vokale weg und die Endung, weil mit Bankers kann man in Europa nicht so gut aussehen. Da wäre noch so anzumerken, dass die ganze Geschichte, selbst wenn sie einen Nutzen hätte im Rohstoff, dass diese Firmen, die das betreiben, ausnahmslos ausländische Firmen sind. Wenn wir heute feststellen, dass unsere Energieabdeckung schwerpunktmäßig aus dem Ausland kommt, dass dreistellige Millionenbeträge abfließen in Öle, sprich wir unsere Wirtschaftspotenziale im Rohstoffzukauf haben, dann wird uns Fracking dort auch nicht weiterhelfen, weil diese ausländischen Konzerne diese machbaren Gewinne auch ins Ausland transferieren würden. Selbst wenn wir Rohstoffe haben, werden wir sie für uns nicht verwenden können, weil wir sie nicht nutzen können. Von daher wäre die Frage schon von vornherein zu klären, ob nicht dieses Geld in erneuerbaren Energien generell sinnvoller angelegt ist, weil dieser Nutzen bleibt vor Ort. Wolfhagen ist da hinten ein Leuchtturm der gesamten Energielandschaft. In Kassel folgt dem nun auch über die SUN relativ dicht hinterher. Und da sind die Gelder anzusiedeln, die dort für Erkundungsbohrungen im Rahmen von 25 Millionen sicherlich keinen Nutzen bringen. Für 25 Millionen können wir heute bau 10 Windkraftanlagen aufbauen. Und da wäre Nachhaltigkeit. Dankeschön. Ja, waren jetzt vielleicht noch andere Anmerkungen, Fragen? Oder? Ja? Ja, ich habe noch eine ganz andere Frage. Ich hatte diesen Film Gasland oder Gasland gesehen und habe mich gefragt, es wird da in diesen riesen Gasfeldern Unmengen von Materie, Energie, Menschen und so weiter umgewälzt. Und da habe ich mir überlegt, wie ist denn das Verhältnis zu Input und Output? Also man hat das Gefühl, da wird schon so dermaßen viel umgewälzt. Und was wird nachher daraus? Wird das dann weggeworfen oder recycelt? Was bleibt da unterm Strich dann eigentlich über? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also zu den genauen Umweltauswirkungen, das kann man im Gaslight ganz gut sehen. Und wir müssen noch 15 Jahre warten. Also es gibt da auch Listen von betroffenen Personen aus Pennsylvania. Diese Liste wird ständig erweitert. Da können Sie also genau sehen, Wohnort, Entfernung vom Bohrstandort, die Symptome der Menschen. Das ist schon erschreckend. Also man kann das jetzt als Propaganda darstellen und dubiose Listen, aber ich glaube nicht, dass irgendeiner Nutzen daran hat, das wirklich zu tun. Aber dieses Input-Output, das ist insofern eine sehr interessante Frage, weil wir immer davon gesprochen haben, noch bis vor kurzem, die USA machen sich unabhängig, sind jetzt schon fast unabhängig, da ist ein Riesenboom, das reicht für was weiß ich wie viele Jahre. Interessanterweise gibt es jetzt neue Zahlen und Erkenntnisse, so neu sind die eigentlich nicht. Der Dr. Werner Zittel, der auch an der EU-Studie zum Thema gearbeitet hat, hat schon in 2010 eine Kurzstudie darüber veröffentlicht, dass nämlich die tatsächliche Volumina nicht der erwarteten Volumina entspricht. Dass nämlich sogar die Förderrate rapide sinkt und dass die nur aufrechterhalten werden kann durch eine Vielzahl von Fracks und einem entsprechend großen Netz von Bohrtürmen, wodurch natürlich diese ganzen Umweltauswirkungen noch mehr potenziert werden. Und gleichzeitig haben wir jetzt neuere Berichte aus den USA und Fallbeispiel B&K, Deutschland GmbH, muss man betonen. Das spiegelt im Mikrokosmos das im Makrokosmos ganz gut wider, dass nämlich dieser Fracking-Boom unmittelbar auch mit Spekulationen an der Börse verbunden ist. Ich persönlich sehe da eine Analogie zur Immobilienblase, die 2007 geplatzt ist und die 2008 den globalen Finanzcrash verursacht hat, in dem wir immer noch stecken. Und wir haben es auch bei dieser Firma mit dem Namen Bankers eigentlich ganz plastisch. Wir haben es mehr oder weniger mit denselben Protagonisten zu tun. Das heißt also, ich wage mal zu prognostizieren, dass wenn man hier weise genug ist in Europa, einfach ein bisschen zu warten, beziehungsweise ganz klar Nein zu sagen, dass sich dieses Thema irgendwann von selbst erledigen wird, in Anführungsstrichen, insofern, als dass wir jetzt die Zahlen aus den USA zeigen und bei B&K ist das auch ganz klar ersichtlich. Die haben zum Beispiel 4 Felder offiziell in den USA. Die haben sie vom Bankers übernommen. Davon ist nur eines produktiv. Und ansonsten haben die einen Haufen Aufsuchungserlaubnisse in Europa und haben sonst nichts. Der Herr hat vorhin angesprochen, Investitionsvolumen 26 Millionen. Eigenes Personal ausgewiesen, 2. So, da fragt man sich natürlich, oder müsste man sich eigentlich jetzt schon im Zusammenhang mit diesem Antrag stellen, als Behörde müsste man sagen, wisst ihr was, ist nett und schön, dass ihr mal vorbeigeschaut habt, ich führe das mal der thermischen Verwertung zu und wenn du mir nachweisen kannst, dass du hier überhaupt irgendwas zustande kriegst, dann kommst du mal wieder. Also das wäre das, was normalerweise jeder von uns kennt. Also ich kenne das von Baumaßnahmen, wenn da irgendeine Firma irgendwie Subunternehmer einsetzt, dann muss sie die alle verdammt nochmal benennen und auch sagen, wofür sie die einsetzen will. Und bei diesen Dimensionen einfach zu sagen, alle notwendigen Arbeiten werden von zuverlässigen Subunternehmern durchgeführt. Und ich kriege dann von der Behörde zu hören, man hätte keinerlei Möglichkeiten, diesen Antrag abzulehnen, beziehungsweise man müsste die Aufsuchungserlaubnis erteilen. Und das ist in NRW geschehen. Wir sprechen ja von demselben Unternehmen. Die haben am 18. Juni 2012 das Falkeshausgebiet bekommen. Das war, als wir hier die Debatte gerade so angefangen haben. Da hat NRW die Aufsuchungserlaubnis erteilt. Und ich wage mal zu sagen, dass die denen in NRW nichts anderes erzählt haben als hier in Nordhessen. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, wie wird da eigentlich gearbeitet? Darf ich da gleich? Also ich freue mich ja, dass das so eine komische, windige Firma zu sein scheint, der man gar nicht zutraut. Aber ich sage mal, die größten Aufsuchungsgenehmigungen eben in Niedersachsen, Deutschland, auch in Süddeutschland, hat ja ExxonMobil, also Esso, und das ist ja nun keine windige Firma, der man vorwerfen könnte, sie wüsste nicht, was sie tun, hätte kein Geld. Und ich gönne es auch meinen Nachbarn nicht. Also mir tun auch die leid und ich will auch die Gegend nicht vergiftet haben. Und deswegen kann man sich also nicht nur auf diesen Standpunkt zurückziehen, wir schaffen das schon in Nordhessen, also das freut mich natürlich super, ja, wir sind voll dabei, aber das muss eigentlich schon wirklich weitergehen. Natürlich.
Natürlich, also aber zum Thema, also das zum Thema ExxonMobil schafft das und die Technik ist beherrschbar. Da habe ich hier eine Schlagzeile, die ist von Ende März. Über einen großen Unfall in Arkansas, verursacht durch ExxonMobil. 12.000 Barrel Liter Öl sind da ausgelaufen. Also das ist völlig egal, welches Unternehmen wir da anpacken. Ja. Wenn man richtig genau hinschaut, dann sieht man, dass ständig Unfälle passieren und dass nicht erst nach 15 oder 20 Jahren was passiert. Und da sind wir bei einer sehr spannenden Frage in einer Demokratie, nämlich dem politischen Willen und der Machteinflussnahme durch eine Handvoll Leute letztendlich, die ein paar Dinnerpartys schmeißen und was weiß ich, welche Urlaube versprechen. Das heißt also, wenn man das will und auch wenn man die Gesetze, die hier schon existieren, entsprechend interpretiert, dann habe ich immer Argumente zu sagen, das geht nicht. Es wurde vielfach jetzt das Moratorium in NRW angesprochen. Die brauchten ja auch eine Rechtsgrundlage. Die können ja nicht einfach sagen, Moratorium, so zack, aus dem Hut. Die haben den 48 Bundesberggesetz genommen. Dort steht, dass eben wegen überwiegenden öffentlichen Interessen Aufsuchungserlaubnisse beschränkt oder untersagt werden können. Wir haben die Frage gestellt, wie dann ein Moratorium in NRW landesweit gelten kann, auf der Rechtsgrundlage von überwiegenden öffentlichen Interessen, man aber keine überwiegenden öffentlichen Interessen im gesamten Feld in Nordhessen feststellen kann, die eine Versagung der Erlaubnis rechtfertigen. Wir haben bisher noch keine Antwort bekommen. Ich hoffe, dass ich sie morgen aus Wiesbaden bekomme. Ich hätte noch eine Frage zu dem Fracking selber, denn das eigentliche Problem besteht ja bei dem Fördern vom Gas, wenn die dieses Wasser da und die Gifte reinpressen. Gibt es denn wirklich ein kontrolliertes Fracking? Kann man davon ausgehen? Also ich meine, man kann die Physik nicht verbiegen. Wenn die Schichten durchbrechen, dann wird doch das Gas ins Wasser reingehen und umgekehrt, wir haben es ja gesehen, dass das brennt, das Wasser und was weiß ich. Sind aber gibt es die Möglichkeit? Hier in den Wäldern. Haben Sie die Verwerfung gesehen über Tage? Wir sprechen doch über keinen homogenen Untergrund. Ja, das Büro Krötecke, ich weiß nicht, ob das hier ein Name ist, das hat im Landkreis Waldeck-Frankenberg in den letzten 30 Jahren Tiefenbohrungen gemacht für Trinkwasserpumpen. Hm. Der Herr Krötecke hat zig Ministerien angeschrieben und hat aus seinen eigenen Erfahrungen der letzten 30 Jahre dargestellt, dass bei fast jeder Bohrung irgendwelche Probleme aufgetaucht sind. So, das meine ich. Und das in einer Tiefe von nur 300 Metern. Also auch selbst wenn man das Gift rauslässt, was die hier argumentieren, die zwei Herren mit den gelben Schals, haben Sie ja vorhin erwähnt, die sind ja in der Richtung, also das macht mir so ein bisschen Angst, wenn die wieder in der Seite versuchen, da das durchzusetzen, weil man kontrolliert das machen könnte. Das ist doch gar nicht möglich. Zum Ausdruck gebracht ja schon, dass das konventionelle Fracking durch das Wasser, das dort unten ist, auch schon sehr bedenklich ist. Eben, ne? Ja, also das kann doch nicht sein, ne? Ich wollte eigentlich nur eben noch ergänzen, weil Sie die Frage nach Input und Output gestellt haben. Ich finde schon grotesk, wie viel Abermillionen Liter Trinkwasser dafür verwendet werden. Das ist schon der schlimme Anfang. Ja. Ganz genau. Ja, zu dem Herrn Krötecke wollte ich noch sagen. Der hatte diesen hervorragenden Bericht, den er zu dem Thema erstellt hat, der sich in vielen Sachen mit der Studie des Bundesumweltministeriums deckt, den hat er dem Minister Altmaier geschickt. Und hat eine sehr hinhaltende und wenig Stellung beziehende Antwort zurückbekommen auf diese Sorgen. Und er hat diesen Sorgen, die sich nur damit befassen, die sich eben nicht nur damit befassen, dass man da in den Frackfluids Chemikalien aller möglichen Art verwendet, wo man dann sagt, naja, irgendwann, wenn man nur noch reines Wasser, da kommt ja noch was dazu. Sie haben auch noch die Formationswässer, das heißt, Sie haben, was Sie da unten vorfinden, das mischt sich damit dann auf. Das, und das ist nicht ja unbedingt alles Heilwasser, was da wieder hochkommt. Das ist ja das ergänzende Problem. Diesen hat er also, diesen seinen fachlichen, dem hat er noch diese berechtigte Sorge noch hinzugefügt, dass diese ganzen Bohrfehler, die da auftreten, diese ganzen Probleme, die sich erst ergeben, wenn man dann da unten angekommen ist und auf dem Weg da unten, dass man die zu vertuschen neigt. Weil da kann keiner so einfach nachgucken. Ja, dann passiert eben sowas. Genau. Da stellt man vor, ups, da haben wir ja Verwerfung angebohrt oder ein Wasser für eine Schicht angebohrt, ne? Ah, schnell weiter, ne? Da ist dunkel, das sieht keiner. Und das passiert ja auch noch dazu. Das heißt, selbst wenn alles nach diesem möglicherweise jetzt kommenden neuen Berggesetz, wenn dann alles mit rechten Dingen zuginge, ja, würden solche Fehler auch noch vertuscht werden, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Also deswegen darf man das nicht ganz im Wagen machen. Das
muss ganz klar sein. Und da muss halt auch vom Bundesumweltminister eine andere Antwort irgendwann mal kommen. Da wäre es schön, wenn man da ein bisschen mehr Einfluss auch ausüben könnte, weil der ist immer noch, scheint immer noch gebeutelt von der FDP. Also ein bisschen. Ja. Es waren noch zwei Anmerkungen. Kommen noch dazu gleich. Ja, ich wollte nur noch zu meinem Vorredner gerade sagen, den alten Bergmann-Spruch, vor der Hacke ist es dunkel. Und das ist natürlich in 4-5 Kilometer Tiefe erst recht so. Ich wollte aber nochmal auf einen anderen Aspekt hinweisen. Selbstverständlich ist natürlich der eigentliche Fracking-Vorgang das Gefährlichste dabei. Und mit dem Wasser und dem Flowback. Aber gefährlich ist auch schon die Aufsuchung. Denn gerade von der Politik wird ja immer argumentiert, es geht hier nur um eine Claim-Abstechung, Steckung. Aufsuchungserlaubnis heißt noch nicht bohren, heißt noch nicht fracken, es geht nur um eine Claim-Absteckung. Und da sind wir ganz anderer Ansicht. Wenn ein Unternehmen einen Aufsuchungsantrag stellt, ist es so, dass es einen Arbeitsablauf vorher beschreiben muss. Und zum Beispiel BNK hat das natürlich auch gemacht und hat dann darin auch ganz klar dargestellt, dass sie spätestens nach 3 Jahren Probebohrung machen werden und nach 5 Jahren fracken wollen. So, und wenn ich jetzt eine Aufsuchungserlaubnis als Unternehmen bekomme und wenn ich dann nach 2 oder 3 Jahren meine Probebohrung machen will und die Regierung sagt danach, ja, nee, bohren darfst du aber nicht, dann sagt natürlich jedes Unternehmen, jetzt haben wir so viel Geld da reingesteckt, in die ganze Aufsuchung und so weiter, wir haben ein Anrecht darauf. Das wird also dann zu Klagen kommen, und die wahrscheinlich sogar gewinnen werden, aufgrund der geltenden Gesetze. Und man muss dabei betrachten, die Aufsuchung selber hat ja, was Beispiele zum Beispiel in Polen zeigen und auch in Amerika, schon zu Verwerfungen von Quellen, zu Verunreinigungen und Vergiftungen des Grund- und Trinkwassers geführt. Es werden also hochfrequente Schwingungen erzeugt, um bei den seismologischen Untersuchungen festzustellen, was habe ich für Bodenschichten. Und dadurch können ja alleine schon Verwerfungen dann entstehen. Und wenn das noch nicht reicht und die Geologen dann immer noch nicht wissen, wie sieht es da unten richtig aus, dann wird auch bis in 6 Kilometer Tiefe eine Bohrung vorgenommen und eine Sprengung vorgenommen, um dann nochmal an den Schallwellen dann nochmal genauer das zu untersuchen. Da ist es in Polen zum Beispiel dazu gekommen, dass dann Brunnen versiegt waren oder total verseucht, sodass die Landwirte da ihr Vieh nicht mehr mit trinken konnten und so weiter. Also das heißt schon, die Aufsuchungserlaubnis selber ist gefährlich und die muss verhindert werden. Ja. Genau. Ich glaube, wir sind uns schon alle hier drin einig, dass wir dagegen sind. Frage an die Podiumsbeteiligten. Wie wird es jetzt weiter mit der Öffentlichkeitsarbeit geschehen? Werden die Parteien aus Wolfhagen gemeinsam da stehen und vielleicht auch mal mit der HNA verhandeln, dass es noch mehr veröffentlicht wird? Oder wie geht das jetzt weiter? Dankeschön. Wer möchte? Antworte ich mal. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass das in breiter Öffentlichkeit verteilt wird. Je mehr Wissen die Menschen und die Bürger haben, umso Beteiligte haben wir, die das Fracken halt auch verhindern können. Je mehr Leute sich daran beteiligen, umso mehr politische Macht wird das. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass wir so ein engmaschiges maschiges Dorfnetz haben. Alle 3, 4, 5 Kilometer ist eine Ortschaft. Ja? Zwei Dinge, die mich stören, sind da einmal das Grundwasser, was sie anzapfen können, ohne dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung überhaupt stattfinden muss. Ja? So habe ich das zumindest gelesen. Nach dem Bergrecht ist das wohl möglich. Dann die horizontalen Bohrungen. Ja? Das heißt, die werden ja mehrere Hektar an Bohrfläche sozusagen abstreifen, um dann das Fracking vorzunehmen. Dann die Wasserentsorgung, das Flowback, was eben erwähnt worden ist. Wo soll das Wasser hin? Das ist ja ein Chemiecocktail, der nicht so einfach entsorgt werden kann. Das ist ja Sondermüll. Ja? Machen müssen wir dann wieder eine Mülldeponie irgendwo aufbauen. Das sind alles die Fragen, die ich dann auch noch habe, ja? Wo ich jetzt auch keine ausreichende Antwort zu geben. Aber es darf gar nicht erst dazu kommen, das ist ja doch das Entscheidende. Das stimmt, es muss von vornherein abgeblockt werden. Das ist die einzige Möglichkeit, das zu unterbinden. Dafür brauchen wir die Ja, genau. Das ist ja meine Frage gewesen, Entschuldigung bitte, das ist ja meine Frage gewesen. Wie stellen Sie sich das vor, dass die breite Öffentlichkeit, Wolfhagen, Altkreis Wolfhagen und mehr Informationen bekommt? Das möchte ich gerne wissen. Weil, so wie Herr Wasmuth vorhin sagte, viele wissen, was Fracking ist, dass das Parlament von Wolfhagen voriges Jahr schon beschlossen hat. Das wissen die wenigsten Wolfhager. So, die haben es übrigens auch beschlossen, weil es nicht ins Energiekonzept passt, war die Begründung, habe ich gelesen. Wenn das stimmt, was der HNA geschrieben hat, ich weiß es nicht. Aber Sie haben ja jetzt etwas anderes gesagt. Ne? Ich
sage das nur mal. So stand sie in der HNA. Also ich will mal kurz Stellung nehmen zu der Frage. Es wurde ja schon eben gesagt, dass also hier in Nordhessen oder in Hessen insbesondere Widerstand geleistet wird, gegenüber zum Beispiel NRW, wo mal schnell eben was erlaubt wurde. Und das ist natürlich, das beruht natürlich auf viel Kleinarbeit auf allen Ebenen. Und da sind wir natürlich vielleicht ganz am Anfang erst, das muss natürlich weiter betrieben werden, damit das noch weiter in die Öffentlichkeit kommt, damit jeder weiß, dass das eigentlich ein Skandal ist. Nee, nicht eigentlich, das ist ein Skandal, was da man vorhat. Und wir haben ja mit der Frau Puttrich, eine Umweltministerin, die da auch erstmal jetzt, auch wenn sie nicht von unserer Partei ist, einen Riegel vorgeschoben hat. Das ist erstmal der Status quo. Und wir haben eigentlich ein Problem in Berlin, nämlich der Altmaier mit seinem Umweltminister Rösler. Das ist eigentlich der größere Skandal noch, dass die sich morgens im Morgenmagazin hinstellen und ein Interview geben und anschließend sagt der Altmaier, alles was so auf Beamtenebene erzählt wird im Ministerium nebenan, das gilt eigentlich alles nicht so. Da muss man sich erstmal über den gemeinsamen Sprachschatz oder wie man das formuliert einigen. Das ist ja der eigentliche Skandal. Deswegen ist eigentlich die Aufgabe, dass über solche Veranstaltungen, über von mir aus auch über Facebook, es gibt Facebook-Seiten, die sich damit beschäftigen, es gibt unwahrscheinlich viele Informationen im Internet, wo man sich informieren kann, dass man das auch mal verbreitet. Und unsere Aufgabe ist es, wir nehmen es hier ganz klar mit, dass wir nochmal an die HNA rangehen und dann erzählen, Herr Wasmuth, dass wir das gemacht haben vor einem Jahr, weil wir nicht wollen, dass so ein Mist hier in Nordhessen stattfindet und nicht, weil es in unser Energiekonzept nicht passt, sondern weil es einfach ein riesiges Umwelt... Du standst auch in der HNA, also ich kann nur das sagen, ja, was ich gelesen habe. Ne? Das ist manchmal nicht in unserem Ermessen, was die dann schreiben. Das ist unwahrscheinlich schwierig, das rüberzubringen manchmal. Und ich bin manchmal in der Stadtverordnetensitzung oder in der Kreistagssitzung, da lese ich den HNA-Bericht und denke, wo waren die denn? Das war aber nicht die Sitzung, die ich besucht habe, oder? Also das ist unser Problem und wir müssen daran weiterarbeiten. Das ist eine große Aufgabe. War denn die HNA heute Abend eingeladen? Pardon, ich habe sie nicht mehr speziell, aber sie hatten auch darüber berichtet, also sie sind auf alle Fälle informiert gewesen. Ja, ja, aber die spezielle Einladung war auch immer so mein Fehler. Wir haben den Termin heute mal öffentlich. Ja, ja, also der Termin ist bekannt. Ja, aber das war ich. Die spezielle Einladung war mein Fehler. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Stellung haben zu der Abstimmung. Sollte jeder Stellung nehmen? Wer möchte, würde ich jetzt sagen. Ich meine, du hast schon was gesagt, aber was vielleicht, wo sich anreinschließen kann. Speziell dazu würde ich gerne noch mal was sagen, zu der Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ich möchte noch mal auf die Öffentlichkeitsarbeit kommen. Da muss mehr getan werden, denn wenn ich hier in die Runde schaue, ich bin Ü50, ich sag's mal so, mir fehlen hier so mehr die Jugend, ja, die ich hier vermisse. Und ich denke, ich sag mal, mich wird es wahrscheinlich in 15 Jahren nicht mehr so betreffen. Ja, sitze ich hier für die Jugend. Die sollten aber mehr informiert werden und sich auch beteiligen. Da sollte ein bisschen was gemacht werden. Ja. Klar, vielleicht dann, ich bin ja U30 noch, ganz ehrlich. aber es ist natürlich allgemein so, klar, auch die jungen Leute beschäftigen sich damit. Beispielsweise Jungen und Wolfgang, wo wir auch darüber sehr intensiv diskutiert haben, aber auch nicht jetzt nur auf der politischen Ebene, wenn man irgendwo zusammensitzt abends oder Fußball guckt etc., da steht was in der Zeitung. Gerade wenn aber was in der Zeitung drinsteht, wird darüber gesprochen. Von daher ist der Ansatz richtig, dass man da in der HNA auf alle Fälle nochmal den Anstoß macht und das halt diskutiert. Und momentan läuft es ja auf Bundestag und Landtagswahl Ende des Jahres hinaus. Das heißt, man hat da auch häufiger mal wieder die Gelegenheit, gewisse politische Amtsträger zu treffen, was nach der Wahl dann manchmal nicht so häufig vorkommt. Und da wird aber auch sehr intensiv gesprochen und das Thema ist da auch angekommen. Ich glaube, auf Landesebene, weil Sie ja so ein bisschen die Kritik Richtung CDU vorher benannt haben, hat auch den Wandel in Anführungsstrichen vollzogen. Der Altmaier ist halt vom Herrn Rösler da so ein bisschen beeinflusst, beziehungsweise es ist eine Koalition, das ist da nicht so einfach, das hat man auf verschiedenen Ebenen schon gesehen. Und wir im Kleinen, muss ich sagen, und so ist es zumindest bei mir und bei allen anderen auch, man muss drüber sprechen, man muss mit den Bekannten, Verwandten, Freunden und so weiter, wenn man abends irgendwo ist, auf Geburtstag und so, das Thema auch mal hervorholen, einfach mal kurz anstoßen, weil von Interesse ist es für jeden. Im Endeffekt, jeder wohnt hier. Jeder kennt die schöne nordhessische Landschaft. Jeder will auch lange nach Möglichkeiten noch gerne hier wohnen. Ich selber engagiere mich ja in der Politik
auch weil ich auch Zukunft schaffen will, Perspektiven für junge Menschen und auch für Ältere natürlich auch, aber ja, so war gerade so. Ja, man muss auch Verantwortung übernehmen, das ist in gewissem Maße so und ich wohne gerne hier und ich möchte auch weiterhin hier wohnen und das ist ein Teil, da wird diskutiert und da muss man Meinung zu beziehen und das Stellung zu beziehen, das haben wir hier gemacht und da sind wir uns alle einig, das ist schön und man muss es weiter nach außen tragen. Das ist wichtig. Ganz kurz noch hier und dann in der Mitte die Dame. Ja. Also ganz kurz, 8a HGO wäre eine Möglichkeit für die Gemeinden, aber das mit den Jugendlichen finde ich super Ansatz. Da könnte man eventuell über die Landkreise wirklich ganz gezielt in die Schulen gehen, in die Gimmis gehen, weil ich denke, wie gesagt, ich weiß nicht, was morgen bei rumkommt bei den beiden Gutachten, aber es wird in diesem Wahlkampf ja wahrscheinlich nicht umhin können, dass wir hier in Nordhessen nochmal wirklich auf der Straße präsent werden. Und da brauchen wir viele Menschen und auch viele junge Menschen. Und da wären, denke ich mal, die Schulen, da können die Kommunen, also die Vernetzung ist so gut, ne, und die Meinung ist so einheitlich. Also ich denke, dass man da, je nachdem, was so in den nächsten 2-3 Wochen passiert, mit Sicherheit nochmal was organisieren könnte. Ich möchte nochmal einen anderen Aspekt in die Runde werfen. Es ist ja nicht nur die Problematik Fracking als solches, sondern es ist auch das Problem, dass wir über das Bergrecht das Planungsrecht der Gemeinden aushebeln. Das heißt, normalerweise hat die Gemeinde eine Planungshoheit. Und bei diesem Bergrecht wird sie nur gehört und hat die Planungshoheit eben nicht. Und das ist das große Problem. Sie dürfen gerne mit dem Kopf schütteln, aber es ist so. Und das ist auch die Forderung, die nach Berlin gegangen ist, dass man das Bergrecht ändern muss, damit die Gemeinden viel mehr eingebunden werden. Nur mit dem Instrument, die Gemeinden werden gehört, können alle Bedenken der Gemeinde abgebügelt werden. In dem Moment, wo sie die Planungshoheit auch für diesen Bereich hätte, hätte sie auch die politische Entscheidung. Diese hat sie im Moment nicht und deshalb ist es ganz wichtig, dass solche Veranstaltungen weiter stattfinden, dass man wirklich auch auf der breiten Basis, auf der Ebene, auf der untersten Ebene der Bevölkerung weiter rebelliert und weiter sagt, wir sind nicht still. Wir haben, das hat der Herr Finkel gesagt, vor einem Jahr schon im Kreistag eine entsprechende Resolution beschlossen. Aber wenn wir nicht weiter murmeln und meckern, dann heißt es, ja, die haben mal was gesagt, aber jetzt ist alles still. Ist alles Ruhe, braucht euch nicht mehr aufregen, ist erledigt. Deshalb finde ich solche Veranstaltungen, auch wenn jeder das schon weiß und jeder auch dagegen ist, finde ich trotzdem wichtig. Danke. Also ganz kurz dazu, weil das wirklich etwas ist, was wir hier in der Rechtsauffassung fokussiert haben. Das ist eine Rechtsauffassung, die kann irgendwie vor Gericht, kann das auch alles anders aussehen. Ich kenne diesen Standpunkt und er wurde auch bisher mehr oder weniger deutschlandweit immer so vertreten. Die Kommune hat nichts zu sagen. Ich habe vorhin dieses Urteil angesprochen. Da steht wortwörtlich, dazu gehört auch die Gemeinde. Gehört. Nein, Moment, um Stellungnahme gebeten. Ja. Und in demselben Urteil steht, warum der Gesetzgeber den 11.10 Bundesberggesetz mit dem 15 verknüpft hat. Weil nämlich die Bergbehörde, die muss ja den Versagungsgrund prüfen. Da steht, sie hat zu versagen, wenn die überwiegenden öffentlichen Interessen im gesamten zuzuteilenden Feld die Erlaubnis ausschließen und verknüpft das mit dem 15, wo drin steht, dass sie wiederum die Behörden um ihre Stellungnahmen bitten muss. Warum muss sie das tun? Weil es könnte ja anderweitige Gesetze geben, die diesem Vorhaben entgegenstehen. Auch der raumordnungsplanerische Aspekt spielt jetzt schon eine Rolle. Dasselbe Urteil hat exemplarisch dargestellt, was zu den öffentlichen Interessen gehört. Dazu gehören die Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege, der Raumordnung, des Gewässers und des Verkehrs. Das heißt also, die öffentlichen Interessen sind auch über dieses Urteil definiert. Und das haben die Kommunen gemacht. Die haben der Bergbehörde gesagt, ihr dürft hier nicht, weil das und das und jenes zum Tragen kommt. Jetzt kommt es aber auf die Frage der Interpretation. Wenn ich den politischen Willen dazu habe, hätte ich meiner Meinung, meiner Rechtsauffassung nach, die Legitimation über dieses Urteil, das entsprechend so zu entscheiden. Und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich bin mal gespannt, was morgen bei rumkommt. Ich muss aber auch sagen, Hut ab gegenüber der Frau Putrich. Die hätte aufgrund dessen, was in Deutschland um sie herum dauernd passiert ist, längst sagen können, Aussuchungserlaubnis erteilt, mir sind die Hände gebunden, hat sie aber nicht gemacht. Soweit ich das beobachten kann, hat sie die
die Argumente angenommen und hat darüber nachgedacht. Auch die Bergbehörde Darmstadt mit Sitz in Wiesbaden, ja genau, RB Darmstadt mit Sitz in Wiesbaden, hat das auch gemacht. Das heißt also, man kann meiner Meinung nach, oder es ist eine Frage des politischen Willens und der Interpretation dieser Gesetze oder der vorhandenen Gesetze, dass man sehr wohl auf der Grundlage des bestehenden Bundesberggesetzes etwas tun kann. Das ist das, was Nordhessen bisher auch, die Regionalversammlung hat diesen 11.10 fokussiert und hat exakt dieselbe Rechtsauffassung dargelegt. Das ist alles richtig, aber Sie haben im Baugesetz haben Sie eine Planungshoheit. Und das heißt, die Gemeinde entscheidet erstmal selber, was sie will und was sie nicht will. Über dieses Bergrecht wird sie nur gehört. Das heißt, sie wird wie jeder andere Belang auch in die Abwägung einfließen. Und das ist das, wo ich sage, da muss was geändert werden, da müssen die Gemeinden einfach viel stärker wieder Rechte bekommen, als die sie jetzt haben. Man muss mal unterscheiden zwischen dem Gesetzestext und der Gesetzeswirklichkeit. Wir wissen alle, dass die Gemeinden, die angeblich diese Planungshoheit haben, im Zweifel, wenn genügend Braunkohle da ist, weggebaggert werden. Ja, und das ist aber wieder Bergrecht. Wollten Sie jetzt noch was? Ja, meine Argumente sind schon genannt worden. Okay, dann war erst noch in der Mitte erst. Ja? Ich wollte nur noch mal fragen wegen dem Umweltschutz. Es werden ja 20 Millionen Kubikmeter in einem Claim in die Erde wieder zurückgepresst. Oder das ist das Frackwasser, was anfällt. Um mal so eine Menge zu verdeutlichen, ich weiß nicht, was der Twistesee fasst. Ich glaube 10 Millionen. Nein. Das ist dann praktisch die also Menge. 200 Millionen, also so, ein Zehntel jeder See. Ne? Ja, also das sind schon unvorstellbare Mengen an, ich sag mal, unwiederbringlich ja, zurückführendes Trinkwasser, was dann da versemmelt wird. Nein. Und Trinkwasser, das ist unser wichtiges oder wichtigstes Nahrungsmittel. Ne? Da sollte man schon so ein bisschen uns einsetzen. Ich wollte mich auch nochmal zu der Frage Bergrecht und Planungsrecht wollte, weil das gefährlich ist. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sagt letztlich juristisch nichts anderes, als dass es gesetzlicher Zwang ist, und dann hat aber die Frau Nassowski recht, die Gemeinden anzuhören. Und es steht auch drin durch die Verknüpfung der beiden Normen, dass dieses sogenannte öffentliche Interesse bei der Abwägung, das ist ja ein Abwägungsprozess, zwingend berücksichtigt werden muss. Das hindert aber doch die Bergrechtsbehörde überhaupt nicht daran, zu einem Abwägungsergebnis zu kommen, das sich über die Planungsinteressen einer Kommune hinwegsetzt. Also ich sage mal, ich bin als Jurist, wenn ich das will, kann ich doch fast alles begründen. Da muss ich mir ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber das Grundproblem bleibt, das sehe ich genauso, man müsste das Bergrecht dahingehend ändern, dass Kommunen, wenn da so massiv in ihre Planungshoheit eingegriffen wird, die ja sogar im Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes nochmal verankert ist, dass man dann sagt, dann haben die so eine Art Vetorecht, also in irgendeiner Form, weil bis jetzt kann sich das die Bergbehörde über das Votum einer Kommune hinwechseln. Ja, würde ich genauso sehen. Einer ja, aber ich möchte trotzdem mal die Begründung lesen. Nach der Pressemitteilung des Hessischen Umweltministeriums, wo steht, dass einhellig die Kommunen in Nordhessen sich dagegen ausgesprochen haben. Und die Fachbehörden dazu, denn wir sprechen ja von den Landkreisen, das sind ja die Wasserbehörden, die unteren Wasserbehörden, und wir sprechen von der Regionalversammlung. Das heißt also, bei einer Kommune gebe ich Ihnen recht, aber bei dem, was da in Wiesbaden eingegangen ist, bin ich wirklich gespannt auf die Argumentation, wie in dieser Abwägung zwischen volkswirtschaftlichen Belangen und bergrechtlichen Belangen in diesem Fall anders entschieden wird. Also ich sage nur Garzweiler 2. Ja, also ich möchte aber nur auf das Positive, ich schaue auf das Positive, verstehen Sie? Ich habe die Begründungen nicht gelesen, aber ich bin mir sicher, dass da eine Armada von Juristen sich viele Gedanken gemacht hat, um letztlich diese ganze Region platt zu machen für den Braunkohletagebau. Also wenn die das unbedingt wollen, auch gerade die Konzerne, wir haben ja eben gehört, das ist ja so, dass der Einflussnahme bestimmter großer Konzerne auf politische Entscheidungen ja gar nicht so gering ist.
dann findet sich immer einer, der die Abwägung so formuliert und so fundiert ausarbeitet, dass das dann im Ergebnis kommt. Ja, es war in der Runde und Schluss gemacht, das war dann noch zu der faule Kompromiss bei irgendeiner der vielen Koalitionsregierungen. Also es hat den Kommunen letztlich auch nichts geholfen. Ja, aber das würde bedeuten, dass wir sagen, wir können nichts dagegen tun. Und das würde bedeuten, naja, und das möchte ich, ich habe bei der ganzen Geschichte habe ich versucht, nicht zu gucken, was nicht geht, sondern zu gucken, gibt es nicht doch eine Möglichkeit und sich verstärkt darauf zu konzentrieren. Und wir haben Urteile gefunden, wir haben Literatur gefunden, wir haben entsprechend argumentiert und ich glaube nicht, dass wir schlecht argumentiert haben. Also die Kommunen sind ja derselben Rechtsauffassung und da gibt es ja auch einen guten Austausch, was Literatur und so weiter betrifft. Und wir haben auch, jetzt komme ich auf den regionalen Fall wieder, wir haben dieses große Thema Fracking. Das ist mit Sicherheit das, was hier gilt, ist in Niedersachsen irgendwo schwerer argumentativ zu belegen. Aber ein Industriezweig wie Fracking greift ja auch in die wirtschaftliche Struktur Nordhessens ein. Das heißt, wir haben alleine im Bereich Tourismus, Quelle ist Regionalmanagement Nordhessen gewesen in Korbach vor ein paar Monaten, 1 Milliarde Euro per annum Wertschöpfung. Das ist schon mal ein Fund. Und wir haben auch die klare Ausrichtung, das heißt, das ganze wirtschaftliche Potenzial der Region ist völlig anders ausgerichtet. Und ich glaube, dass man dann auch argumentativ sagen kann, in dieser Abwägung können wir wirtschaftliche Argumente einbringen, die andere Regionen natürlich nicht einbringen können. Wir haben immerhin 3 Badeseen hier, wir haben 3 Naturparks, wir haben UNESCO-Weltnaturerbe, Nationalpark Kellerwald-Edersee. Wir haben vielleicht ein baldiges UNESCO-Weltkulturerbe mit dem Bergpark Wilhelmshöhe. Das sind schon mal Argumente, die man anführen kann und das ist ja dann auch der raumordnungsplanerische Aspekt, den wir gleichzeitig simultan verfolgt haben, wo dann auch frühzeitig, noch bevor aus Berlin jetzt dieser Vorstoß kam, dieser witzlose Vorstoß, das ist in Trinkwasserschutzgebieten verboten, bei der Technologie erklärt sich das von selbst, das brauche ich nicht irgendwo stehen zu haben, zumal es die ganzen anderen Schutzgebiete, die ja weiterhin existieren, nicht per se ausschließt. Das wäre zum Beispiel auch etwas, was auf der Bundesebene verfolgt werden müsste, dass wenn man jetzt nicht die Traute hat, sich für ein Fracking-Verbot auszusprechen, dass man sagen kann, und man hat dann auch die entsprechenden Argumente, dass natürlich die Naturschutzgebiete, FFH, Natura 2000, Siedlungsflächen mit entsprechendem Abstand, momentan sind 200 Meter von der Ortsbebauung, das ist ein Witz, ich kann das aber begründen, das sind 2500 Meter mindestens unterirdisch und dann habe ich noch die Risslänge. Das heißt also, ich spreche vom Minimum 3 Kilometer Abstand, den ich raumordnungsplanerisch entsprechend begründen kann. Und dann sollen die doch bitte schön klagen, die würden dann gegen ein ganzes Volk klagen. Denn die Meinung, glaube ich, ist, also bei diesem Thema ist es, glaube ich, durch alle Gesellschaftsschichten und auch auf der kommunalen Ebene klar, auch hier präsent, durch alle Parteien hinweg ist das klar. Das heißt also, es müsste eigentlich nur so einen Handschlag geben von der Politik an die Bürger. Die Bürger sind schon bereit, wenn die Politik von oben sagen würde, passt mal auf, wir würden das machen, aber wir befürchten, dass jemand klagt. Dann würde das Volk sagen, dann lass sie doch klagen. Das ist unser Land, verdammt nochmal, das ist unsere Region, das sind unsere Rohstoffe, das ist unser Wasser. Fertig, aus die Maus. Also fragen wir doch kurz, fragen wir zu der Sache hier, wie in der Schweiz, eine Volksabstimmung, die unsere Natur schützt hier. Dass das Volk darüber abstimmt und nicht nur einige 5, 6 Leute. Zu dieser Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben in 3 Wochen im Wolfhag das Branchenfenster, was alle 3 Jahre stattfindet. In dem Branchenfenster ist also ein Vortragsraum, wo solche Sachen, wenn Interesse besteht, einfach auch Samstag und Sonntag auch jungen Leuten vielleicht nochmal vorgestellt werden könnte, weil Zeit und Platz ist noch, das weiß ich. Und ich denke, auch da könnten wir die jungen Leute mit ansprechen, weil auch draußen her vom Branchenfenster ja sehr viel für junge Leute geboten wird, um Fracking einfach noch mehr bekannter zu machen. Bitte den Herrn Thomas Haupt fragen. Thomas Haupt ist der Organisator vom Branchenfenster. Das ist jetzt auch mein letzter Versuch als Uhu, ich bin auch schon etwas älter. Die anfänglichen einleitenden Worte von dem jungen Mann rechts, die sagte, warum die Diskussion heute Abend oder das Podium hier stattfindet. Ich finde so Diskussionen wie heute Abend brennend wichtig
Und ich finde es schade, ich bin froh, dass ich heute die Zeit gefunden habe, hierher zu kommen. Ich finde es schade, dass so viele Sessel noch leer sind, weil je mehr eine Masse hier sitzt und das weiter nach außen kommunizieren kann, wobei ich da die Printmedien HNA nicht unbedingt in den Vordergrund stellen möchte, ohne dass ich was dagegen habe. Aber die Jugend, die jetzt vom Fernsehen sitzt, bei Dschungelcamp und sonstigen, die muss man anders locken. Da wäre Facebook oder modernere Printmedien ganz aktuell nach vorne zu ziehen, weil ich bin mir sicher, wenn die klagen, dass das gegen das Volk ist, die Klage, das ist wohl richtig. Aber 90% des Volkes hat gar keine Ahnung, was Fracking ist, das behaupte ich hier. Und da gehört so immense Aufklärungsarbeit, dass eigentlich Seele wie die voll sein müssen. Und nicht nur von Uhus wie mir, sondern von jungen Leuten, die in Zukunft, wenn in 15 Jahren der ganze Scheiß da oben kommt auf Deutsch, wenn die dann noch leben und ihre Kinder großziehen. Das war's. Hier direkt vor unserer Haustür auszubreiten. Das ist bei den meisten nämlich bereits in Vergessenheit geraten. Als der Twistesee gebaut wurde, der Staudamm geschüttet wurde, da konnte man das Wasser nicht anstauen, weil das Wasser nicht gehalten wurde. Die Folge war, man hat mehrere Jahre Zementverpressungen im Untergrund gemacht. Und parallel dazu hatten verschiedene Gemeinden drumherum riesige Probleme mit ihrer Grundwasserversorgung. Als in Schärfede eine große Talbrücke gebaut wurde, da musste man zur Stabilität dieser Stützpfeiler auch verpressen im Untergrund. Und man geht da wirklich nicht tief rein, das sind nur 50 Meter, mehr ist das nicht. Aber im Anschluss kam aus dem nächstgelegenen Wohnhaus in Schärfede mindestens ein Jahr lang ein Wasserspring aus der Kellerwand. Ja? Nächstes Beispiel. Als in Marsberg die Trinkwasserversorgung auf der Kippe stand, die haben nämlich ihr Trinkwassergebiet in der sogenannten Fassbecker Scholle. Da hat man, und Verursacher war die Landwirtschaft, die damals, ich sag mal, ohne Konzept und ohne Regulierung Gülle ausgefahren hat, bis zum geht nicht mehr. Dann hat man sich Gott sei Dank auf ein länderübergreifendes System geeinigt, wo eine Biogasanlage 2,4 MW gebaut wurde, die jetzt erst die Gülle der Walleckschen und Marsberger Bauern quasi entgiftet, damit man die nächsten Jahre brauchbares Trinkwasser hat. Ja? Der Mineralwasserbrunnen Germeta hatte früher 5 Meter tiefe Brunnen. Dann wurde die Produktion ausgeweitet und der neue Betrieb wurde vor 35 Jahren genau neben der Diemel gebaut mit 100 Meter tiefen Brunnen. Jetzt reicht der 100 Meter tiefe Brunnen nicht mehr aus wegen Nitratbelastung und man hat 300 Meter tief in der Nähe von Schärfede gebohrt. Wir haben in Köln Wesseling, eine große Raffinerie. Da ist unbemerkt über Jahre hinweg große Menge Kohlenwasserstoff in den Untergrund versickert. Und nur durch einen Abgleich von Zählern hat man gemerkt, wir pumpen hier so und so viele Kubikmeter Rohöl rein ins System und kriegen aber nur so und so viele Kubikmeter Fertigprodukte raus. Jetzt ist dieser See mit verseuchten Kohlenwasserstoffen, der ist langsam abgewandert, der bewegt sich nach Norden. Ja? Das heißt, die Entgiftungsbohrungen, die man niedergebracht hat, die können diese verseuchte Masse gar nicht mehr fördern, weil sich dieser unterirdische See langsam in Richtung Dormagen-Düsseldorf nach Norden verflüchtigt. Also das sind alles Probleme, greifbar und auch zum Teil direkt vor der Haustür. Und wir sind noch gar nicht so tief wie Fracking, jetzt 3000 Meter oder sowas, sondern hier geht es ganz leicht fassbar. Nein, bin ich nicht, aber das sind Beispiele, die wir hier direkt vor der Haustür haben. Das ist, die Frage ist nicht zum Spaß, wir brauchen Leute und wir brauchen Leute wie Sie mit Fachwissen und wir brauchen Leute, die auch wirklich was tun wollen. Also wir haben echt einen Haufen Arbeit. Wir können nicht zahlen, es gibt sonst auch keine Vergünstigung. Das Einzige, was Sie machen können, ist, dass Sie vielleicht in 2 Jahren sagen, sich auf die Wiese legen, okay, hier ist eine Fracking-freie Zone. Ernsthaft, also wir brauchen Leute mit solchen Informationen, weil wir so viele Ebenen abdecken müssen. Das ist eine grundsätzliche Bitte an alle. Wenn sich jemand wirklich engagieren will, und ich meine wirklich Arbeit, vielleicht auch blöde Arbeit, Listen abtippen, Statistiken auswerten, Studien durchkauen, die nicht wirklich spannend sind,
und das Ganze irgendwie zusammenpacken, Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten auf den Senkel gehen. Also wer sich wirklich einbringen will, der ist herzlich eingeladen. Ja, ich habe noch eine Anmerkung zu der Verbreitung der Informationen. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass die Parteien und vielleicht auch die Verwaltung sich einig sind, dass da vielleicht der Stadtanzeiger durchaus auch eine Plattform wäre, um einfach nur die Informationen auch über diese Veranstaltung heute und so weiter, dass das vielleicht einfach mal viel mehr Leute erreicht als die HNA, weil die hat nun mal auch nicht mehr jeder. Ja? Dass man da vielleicht einen Artikel vielleicht bringt oder über einen Verein das Ganze machen kann. Ich weiß nicht, wie restriktiv da gehandhabt werden muss, ja? Wenn sich alle einig sind. Kann ich mich noch mal kurz melden? Ich bin also der Herr hier vorne rechts, der zu Beginn die Frage gestellt hat. Die habe ich ganz bewusst gestellt, weil ich daraus hin wollte, wo wir jetzt gelandet sind, nämlich die Verbreitung. Wir sind heute Abend hier, haben wir schon gesagt, sind alle Ü50 oder so ähnlich, oder ich sogar Ü70. Und mir geht es darum, dass die breite Bevölkerung informiert wird, was da passiert. Und ich wollte einen Vorschlag machen. Der Film war vorgestern Abend war sehr gut, aber der ist zu lang. Das müsste einer von 20 Minuten sein. Der muss in Facebook rein, der muss in Twitter und was es da alle gibt. Die Jugend, die liest das. Und wenn die Presse uns natürlich hilft und Veröffentlichung hier in den Ortsgemeinden, Zeitungen, wie sie heißen, da Stadtanzeiger und so weiter, hilft natürlich auch. Also deswegen habe ich ganz provokatorisch die Frage gestellt, weil ich der Meinung bin, wir sind zu wenig, das muss breit gemacht werden. Eigentlich müsste jeder Politiker den Film lesen, der müsste verpflichtet werden davon. Alle, nach oben hin besonders natürlich. Ne? Ist doch so, ne? Darum habe ich diese Frage gestellt. Es ist also nicht so, dass ich den Rahmen hier sprengen wollte, sondern das war schon gezielt. Ne? Ich habe nämlich auch einen Leserbrief geschrieben, weil ich der Meinung bin, da muss mal was drüber geschrieben werden, dass die Leute mal was lesen, dass da was da passiert. Ne? Das ist gut. Aber ich kann die Geschichte nicht schreiben. Eine letzte Frage. Ja. Ich habe noch eine Frage. Eine letzte Frage, ja. Und zwar wurde vorhin irgendwas von HGO erwähnt. Inwieweit sind denn die Ortsteile meinungsbildungsmäßig eingebunden? Ich habe hier gehört, dass der Magistrat da einen Beschluss gefasst hat. Wie sieht das aus mit den Ortsteilen? Sind die da in irgendeiner Form eingebunden? Sind die informiert worden, um sich mal mit ihren Leuten da so ein bisschen zu unterhalten, um Informationen zu sammeln? Die Stadtverordnetenversammlung hat den Beschluss gefasst, also das Gremium, was jetzt von allen Wolfager Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden ist, die Ortsvorsteher sind da normalerweise anwesend und teilen das eigentlich dann, was in der Stadtverordnetenversammlung stattfand, den Ortsbeiräten mit, oder die Ortsbeiräte sind dann auch selbst anwesend. Aber ich sag mal, da auch aus allen Ortsteilen Leute in der Stadtverordnetenversammlung untergekommen sind, und nahezu allen Ortsteilen ist es so, dass auch da der Prozess natürlich diskutiert wird, aber der Ortsbeirat selber kommt darauf an, welcher Ort das natürlich ist, und es kommt auf den Ortsvorsteher darauf an, ob er es weiterträgt. Das weiß ich dann auch nicht. Aber normalerweise ist das so. Herr Lübcke, ich muss zur Entschuldigung auch sagen, ich war 7 oder 8 Jahre im Stadtparlament. Ich kann keine Sitzung mich erinnern, wo die HNA überhaupt anwesend war bei den Stadtverordneten-Sitzungen. Moment, da warst du noch nicht da, von denen ich rede. Also, nee. Also zur Information, also der Magistrat hat über das Thema nicht beraten. Der Magistrat ist das ausführende Organ in der Verwaltung, also was das Parlament beschließt, ist im Prinzip in der Verwaltung umzusetzen, beziehungsweise die Gesetze, die halt gelten. Also der Magistrat hat da nicht drüber beraten und beschlossen. Und das Zweite ist, die HNA ist in jeder Stadtverordnetenversammlung anwesend ist. Man kann geteilter Meinung sein, ob das, was da geschrieben wurde, auch da stattgefunden hat. Also man sicherlich kann man darüber diskutieren. Aber die sind schon anwesend. Ja? Was wir sehr bedauern ist, dass die HNA aus vielerlei Gründen auch Geld einspart. Und ich sag's mal aus einem anderen Bereich, die schicken einfach keine Vertreter mehr in die Versammlungen der Vereine, der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen. Da sind wir darauf angewiesen, selber zu schreiben. Ob es dann gebracht wird, ist eine andere Sache. Und das Zweite ist auch, dass man hat das ausgedünnt, das Netz der Menschen, die da unterwegs sind. Man hat das ganz klar ausgedünnt. Es gibt weniger Leute, die da nebenberuflich tätig sind, wie die Helvis, die Wolfgang früher immer rumliefen. Das gibt es einfach alles nicht mehr. Und deswegen ist natürlich die Berichterstattung qualitativ und quantitativ schlechter geworden. Ja, da muss man vielleicht auch zur Verteidigung allgemein der Zeitung sagen,
dass es halt ein finanziell auch ein schwieriges Geschäft ist. Kann man ganz klar sagen. Gut. Ja, ich habe noch eine Anmerkung zu Herrn Finke. Ja. Ich bin im Ortsbeirat Notfeld. Ich habe gezielt auf Fracking angesprochen. Da wurde gesagt, dich interessiert es, geh mal hin. Nur so viel zur Information vom Ortsbeirat. Okay. Auch interessant. Ja, ich danke ganz herzlich für die rege Beteiligung. Ich muss gestehen, ich bin begeistert. Ich wusste nicht, was heute auf mich zukommt. Ich hatte ein bisschen Muffensausen, ehrlich gesagt. Ich habe auch sehr versucht, mich neutral zu verhalten. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Und darf Sie noch darauf hinweisen, dass das natürlich nicht die erste und auch nicht die letzte Veranstaltung sein wird, allgemeiner Art. Denn wir haben auch, was Steinbock ja auch gesagt hatte, andere Themen zum Thema Energieeffizienz, Energiesparen. Nicht? Wie kann man denn da aktiv sein, werden oder auch andere anregen? Da haben wir gerade jetzt die schöne Ausstellung zum Thema Fassadendämmung. Denn auch so kann man natürlich dafür sorgen, dass man einfach weniger Kohlenwasserstoffe in welcher Form auch immer in die Luft blasen muss, verbrennen muss. Ja, und das ist, wie gesagt, nicht die letzte. Als nächstes kommt dann Stromsparen im Haushalt und auch weitere Vorträge werden dann da sein. Wir haben hinten ein Newsletter für uns, die Energieoffensive. Von der BI sind es auch eine Unterschriftenliste da, aber eben auch sicherlich was zum Eintragen. Ja, da müssen wir gleich noch differenzieren. Okay, das heißt, es gibt eine des BUND. Die werden, der Termin steht noch nicht ganz fest, die werden vom BUND, die sind in ganz Nordhessen gesammelt worden, dann der Ministerin übergeben, der Frau Pubrich. Und dann gibt es die Liste von der BI Fracking Freies Hessen. Wenn Sie sich da eintragen, sagen Sie quasi, dass Sie Mitglied werden wollen. Also nur damit jeder weiß, ne, wenn er da unterschreibt. Das ist grundsätzlich nicht mit einer Verpflichtung verbunden oder mit irgendwelchen Beiträgen. Nur Sie kommen halt in eine Datenbank und werden gezählt. Das hat sich halt schon als wichtig herausgestellt, dass wenn man seine Schreiben verschickt und diese Skala eben zunimmt an Menschen, an Mitgliedern, dass dann eben die Antwortschreiben dann auch entsprechend schneller vielleicht kommen. Also es hat einfach Gewicht, wenn gesehen wird, dass hier etwas passiert. Und Sie können dann aber auch darüber hinaus, wenn Sie wirklich aktiv werden wollen, mit egal was und sei es nur mit so kleinen Aktionen, dass Sie sagen, ich habe einen kleinen Stand oder ich mache mal einen Stand hier und mache einfach Informationen in der Fußgängerzone oder was auch immer, können Sie das natürlich auch gerne machen. Ja, gut, danke schön nochmal für die Konkretisierung. Nehmen Sie die Listen mit, wenn ich das nur noch gerade, wir haben also so 20, 40 Namen gesammelt für dieses Fracking-freie Hessen hier. Hier links. Nehmen Sie das mit? Das ist von der BI Fracking, weil das nimmt die mit. Nehmen Sie es mit. Okay, wir haben da zwei Listen, nämlich die können wir dann geben. Genau, also das wird jetzt selten vorkommen, aber heute würden wir uns natürlich auch freuen für die BI, vielleicht ein, zwei Münzen oder auch. Doch, oh, das ist kompliziert offensichtlich. Also das Sparschwein ist von der BI für ein lebenswertes Korbach. Und zwar deshalb, weil am 4. und 5. Mai das Strategietreffen der bundesweiten Anti-Fracking-Organisation in Korbach stattfindet. Und das Ganze natürlich mit dem Aufwand verbundenes Essen, Trinken, tralala. Dafür ist das Spiel. Okay, dann vielen Dank. Wir können gerne noch hinten zu den Snacks und in Kleingruppen uns weiter unterhalten. Auch Getränke sind vom Kulturladen freundlicherweise werden angeboten gegen Entgelt zugegebenermaßen, aber dafür schmeckt es auch gut. Dankeschön und schönen Abend. Das ist wieder Aufsichtssache.